Okay. Zuerst Tourette beim Kochen und dann Simex. Es wird interessant. Es sind noch nicht so viele drin. Tim, ich rede gerade. Ja, Tim, ganz ehrlich. Ich mache hier noch ganz kurz zu. Ich God's Work. Moment. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von 0. Okay, dann nicht, Tim. Fick dich ins Knie. Es tut mir leid. Kommt alle online. Jetzt sofort. So, schön, dass ihr alle hier seid. Ihr seid nicht hier, ihr seid da. Genau, und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und nochmal danke, Stella, an dich, dass wir heute bei dir zu Hause dich besuchen dürfen, um mit dir zu streamen. Es ist ja bereits einige Zeit vergangen, dass wir zuletzt auf unserem. Ich rede! Tim, kannst du im Hintergrund das Maul halten vielleicht? Alter, die beiden machen hier gerade ein Video. Du machst alles kaputt. What the fuck, Bro? Wie unangenehm, lass es doch. Was soll denn das? Du kannst doch nicht einfach mal dazwischen labern. Was ist denn was soll denn die Scheiße, Bro? Holy shit, Mann. Tim, lass es. Gerade ihr beiden Fotzen. Ihr gehört nicht zum Tourette-Quartett. Tourette-Quartett. Wir haben mit der Stelle ja auch schon ein Video gemacht und Zwei. genau mit ihr zwei Teile hochgeladen. Sorry. Es ist schon jetzt über einen Monat her. Unser letztes Stream ist noch länger her, daher freuen wir uns umso mehr, dass wir heute wieder streamen. Wir haben uns gedacht, wir starten heute in den Stream mit so einer kleinen Q&A-Runde. Aber wir hoffen, euch geht's gut. Was habt ihr so gemacht in letzter Zeit? Antwortet es gleich. Jan, was wird denn heute gemacht? Digga, haben die schon wieder mit einem scheiß Handy gefilmt, Bro? Also, wir machen jetzt am Anfang des Streams ein kleines Q&A gleich mit euch. Danach verwenden wir Lügendetektoren. Die liegen schon auf dem Tisch bereit hier unten. Davy findet meine Bilder hässlich. Ja! Ja, das stimmt! Das stimmt! Deine Bilder sind extrem hässlich! Oh mein Gott, das kann doch nicht. Ey, das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein, dass ich immer von Leuten mit Tourette angegriffen werde. Es tut mir leid, ich finde die Bilder nicht schön. Ich finde die nicht schön. Ich finde die nicht schön. Jetzt habe ich schon die nächste Gisela, die mich hasst. What the fuck, Mann? Hast du dir die Reaction angeguckt von Levi? Hat er das gesagt? Ich weiß, wo sein Haus ist. Sollen wir hingehen und ihn noch hässlicher schlagen? Oh, what the fuck? Mann, Digga, wieso kriege ich hier wieder Ansagen? Okay, sie geht schon los. Genau, nachdem wir dann die Lügendetektoren verwendet haben, They coming. Haben die auf dem Video vor etwa 2 Jahren oder vor anderthalb Jahren. Und danach backen wir zwei kleine Pfannkuchen und der Tim guckt, wer das besser gemacht hat. Ich. Hat Stella auch Tourette? Nein, ich spiele das nur. Sie spielt es nicht, sie hat auch Tourette und Genau. das Interessante ist, Genau. dass ihre Ticks sehr, sehr ähnlich zu meinen sind, finde ich. Hörst du jetzt auf, mich nachzumachen? Ich habe Echolalie. Echopraxie. Das habe ich auch beides. Ja, ich danke arbeite schön. Selber auch im Rettungsdienst und daher würde es mich mal interessieren, wie das alles ist, wie das alles mit dem Funken so funktioniert. Weiß die Zentrale auch Bescheid? Beim Funken habe ich genau wie in den Einsätzen eigentlich keine Ticks. Also da muss die Leitstelle nicht Bescheid wissen. Kartoffel. Wissen die denn trotzdem Bescheid? Nö. Ah, die wissen ja nicht, dass du Tourette hast. Nee. Ach, also krass. Nur meine Wache weiß Bescheid halt komplett. Okay. Wie heißt denn das Tourette? Du hast deinem Tourette ja auch einen Namen gegeben. Genau, ne? Mein Tourette heißt Steve. Ah, Steve und Gisela, die hassen mich beide. It's Revi time. It's Gisela time. Was? It's Revi time. Nein? Falscher Moment? Alright. Was war der unangenehmste Moment, der durch dein Tourette gekommen ist? Also bei mir war es einmal im Bus, als ich eine afroamerikanische Frau leider sehr, sehr angegriffen gefühlt hat von meinen Ticks. Warst du eine afroamerikanische oder eine afroeuropäische? Afroamerikanisch, hör mir doch zu. Junge. Alter, das Laptop. Entspann dich, solange meines ein Gesicht ist okay, dann gut. Das war kein Deutsch. Genau, im Bus, die hat sich sehr angegriffen gefühlt. Das wäre fast zu Problemen gekommen, aber es ist zum Glück alles noch glimpflich ausgegangen. Hast du eine Katze? Ich habe zwei Katzen. Ja, dann ist wegen des Rot. Wer ist der coolste, Steve oder Gisela? Das kann man nicht mit wahr und falsch beantworten. Das ist eine Meinungsansicht, ne? Ich finde beide sehr cool. Ist Steve cooler als Gisela? Nein. Ich will nur die Frage aus dem Chat. Das sind übrigens keine echten Lügendetektoren, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Also, die sind nicht irgendwie zertifiziert oder getestet, ne? Das ist nur Plastik. Das hat gut funktioniert. Was für eine Scheiße. Noch eine Runde. Ich sag. Neuer Joker-Bra-Song. Nein. Ich sag ja.
Ha! Ja, beide reicht. Was für eine Scheiße. Habt ihr schon mal was gestohlen? Stella? Nein. Ja. Kartoffel! Bei mir war's Wein. Oh, ich hab was gestohlen. Was war's denn? Oh, ich hab doch nichts gestohlen. Es war doch kein Wein. Dicker, die belasten sich hier gerne. Die kommen doch bald ins Gefängnis, oder? Wir müssen tauschen, die sind falsch. Sind Jan und Tim zusammen? Nein. Sie sind zusammen hergekommen, ja. Nein, sind sie nicht. Doch, sind sie. Digga, was für ein Video, Alter. Wir sind nicht zusammen hergekommen. Das sind zwei Erwachsene, die sich einen Lügendetektor auf ihren Kopf tun und das war's. Flu, du darfst gar nichts in Frage stellen. Papa Platte hat über 10.000 Zuschauer jeden Tag und der Mann ist mehr als erwachsen. Also, du darfst das deutsche Unterhaltungsniveau niemals in Frage stellen. Ich finde das deutlich unterhaltender als jeden Papa Platte Stream. Siehst du, wir sind nicht zusammen. Der Spiel ist kacke. Ja, du hast recht, deswegen... Das Spiel ist kacke, geh mal sterben. Warum bist du ein Scheiß in deinem Haus? Du riechst nach Schinken. Okay, wie bewandert seid ihr im Pfannkuchen? Pommes. Kurze Selbsteinschätzung. Ich esse den Scheiß nicht. Stella? Ich würde mich ganz als bewandert einschätzen. Ich würde mich als unbewandert einschätzen. Sieht man die Hand noch? Ja. Ja gut, Okay, ich habe alles, was ihr braucht, da vorne hingestellt. Danke, Bro. Danke. Dann haben wir die Mikrowelle schon mal vorgeheizt. Ey. Was machst du denn? Ja, du musst mir immer ein bisschen sagen, ob ihr drauf seid oder nicht, weil ich sehe ja nicht, wo ich hinfilme. Du. Glaubst du, ich beachte das? Ja. Okay. Ich hoffe, ich krieg auch einen Pfannkuchen. Nein, du siehst aus wie ein Pfannkuchen. Kannst du das Licht bitte wieder anmachen? Nein. Das hast du schon mal gemacht. Langsam wird's langweilig. Jan weiß, glaube ich, nicht, wie man Teig macht. Hast du Mineralwasser? Ich kann Mineralwasser machen. Okay, das. Alter Poggers. Das ist nämlich das Einzige, was ich nicht geholt habe. Ja, die Rothaarige existiert. Nein. Doch, sie existiert. Sie ist absolut am Existieren. Ich tu da Booster rein. Nein. Alter, sie hat Gaming-Booster. Chillig, Mann. Ich tu Booster rein. Darauf erstmal einen schönen Gamers Only hinter die Binde kippen. Jan, kannst du's. Gleiche Voraussetzungen für alle. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist, Mann. Ich hab weniger als du. Mein Partner Gamers Only. Kannst du da bitte nicht so viel Zeug reinmachen? So, wir haben einfach mal beide mit einer Gabel, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen. Was für unscharf, ihr Nuss, ist auch geil. Unscharf, du Nuss. Gut, ich fang jetzt an. Wie macht man nochmal den. Wie viel Mehl musst du überhaupt haben? Oder macht man das so spontan einfach? Man macht spontan. Okay. Weil ich hab. Spontan? Ich esse tatsächlich. Falsche Worte, oder? Ich habe es auch lange nicht mehr gemacht, aber. Pfannkuchen ist so easy, man nimmt einfach Wasser. Bitte? Nee, Milch, Mehl, Eier, Zucker und ein bisschen Sprudelwasser, das war's. Und dann maybe noch Backpulver, wenn man will. Also nach Gefühl. Ja. Ist doch gar nicht unscharf. Mhm. Wenn ja, es unscharf kommt's. Ist, dann überprüf dein Internet, du Nuss. Stella ist voll scharf. Ah, ist ganz geil, guck mal hier. Also hier ist halt noch ein Kameramann gewesen, der das alles professionell mitgefilmt hat. Und sie haben dann halt einfach den Streaming-Ausschnitt genommen. Das macht ja Sinn, ne? Also weil das wäre jetzt hier halt in 4K gewesen mit einem vernünftigen Ton. Und sie haben aber lieber den 480p Stream mit Webcam gemacht. Das macht Sinn. I see what you did there. Mach es mit mehr Liebe. Oh. Was? Kamera in der Zoom-Qualität ist wie? Ich bin weg. Ich hab damit gar nichts zu tun. Tim mag sowas. Ich steh sehr drauf. Das ist so ein Spaß hier. Ich finde, da sollen noch mehr Leute in die Küche. Ich werd nicht gezwungen. Hilfe. Ja, das macht so viel Spaß hier. Tim hat so tolle Ideen. Hör auf, mich fertig zu machen. Kannst du bitte noch näher rangehen? Soll ich? Tim, das war Ironie. Das war ein Nein. Das war ein Nein und eine Ironie. Siehst du ihr angewidertes Gesicht, Tim? Sie möchte nicht, dass du nah dran bist. Kannst du vielleicht ein Stück Abstand halten, Tim? Das Ding ist, wir haben darüber im Bootshaus gesprochen und schon des Öfteren. Weg von den Frauen, Tim. Die wollen das im Regelfall nicht.
Nee, danke. Uhu, ja, das macht so Spaß hier. Hör auf, halt Satan in den Chat zu schreiben. Nein. Meine Religion. Zeig doch beide euren Teig. Leute, welcher Teig sieht besser aus bis jetzt? Eigentlich sieht ziemlich gleich aus, ne? Hat Stella auch Tourette? Nein, die Stella ist einfach nur unerzogen. Doch, hat sie auch. Wir haben mit ihr auch schon zwei Videos gemacht und deswegen sind wir heute auch nochmal zu Besuch. Der erste Pfannkuchen wird ja immer kacke. Echt? Ja. Ist das so ein ungeschriebenes Kochgesetz? Schon. Warum ist das so? Das ist wie bei den Kindern. Das erste wird immer kacke. Okay. Ich habe aber keinen Bruder. Ja, merkst du, ne? Oh! Ei, Karamba! Hat das reingestochen? Ja. Oh, das tut mir leid. Das tut dir nicht leid. Nein, das tut mir auch nicht leid. Ich find's geil. Lakshu! Lakshu! Du warst erst die Inkamera. Ah, chillig, Bro, danke. Zwischendurch gekühlt werden. Hä, hey, ich bin das erste Kind. Ich bin nicht scheiße, what the fuck? Ich bin das erste Kind. Also das war kurz im Kühlschrank drin. Ach so. Huch. Danke. So die Menge, wie ich es vermute. Und das sind... Ich will halt die ganzen... Je nachdem, wie groß du ihn haben willst. Also den Boden komplett bedecken. Ich bin über 45 Minuten online, musst nicht langsam los. Ja, chill. Machen wir davon, ja. Gut, dass die Stella mir hier eine kleine Anleitung gibt. Stella, bist du zufrieden mit Jens Backkünsten? Ich bin froh, dass nichts umgeflogen ist. Von daher, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe ja bei mir zu Hause mittlerweile gar keine Eier mehr in der Küche. Eier, wir brauchen Eier. Oh, ich habe so geile Eier. Das heißt, ich voll gut Kühlschrank bewegen, bei mir drin. Ich hätte nichts draufschütten müssen. Ich hätte es lassen sollen, besser. Au, 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 au. Das hat gar nicht wehgetan. Darf ich deinen kurzen auch noch nehmen? Danke. Kartoffel. Was machst du da für Mega-Pfannkuchen? Ich? Oh, es riecht so gut. Ich liebe Pfannkuchen. Pfannkuchen sind immer geil. Es gibt nichts Besseres. Ich denke schon. Nein. Wie wär's mit dem Weltfrieden? Jetzt hast du mich ausgekonnt. Okay, der sieht okay aus. Oh, die sehen gut aus. Jetzt geht's aber bei mir auch. Jetzt sehen sie gut aus. Jetzt ist okay. Wie kann man dein Herz erobern? Mit Kartoffeln. Ey, das ist fast so wie bei mir. Mit Kartoffeln. Von den Prank Bros. Ja, true. Oh mein Gott, von da noch, ja. Man kann aus Kartoffeln eine Uhr bauen. Man kann vor allem daraus Wodka machen. Ich glaube, der ist fertig, oder? Tim, das mache ich. Ich hab das, wenn, verpiss dich. Ich hab das, wenn du verkackt. Ich hab okay. Du hast dein eigenes Essen zerstört. Tut mir leid. Du bist disqualifiziert. Ich glaube, ich gehe lieber wieder. Ja, tut mir leid. Der ist heiß. Au! Ah, das ist geiler als MSN-Studio. So, könntest du das schon... Alter, ich will unbedingt mein MSN-Studio... MSS... Mal halten. Ja. Aber noch nicht anfangen zu essen. Hier ist Gold drauf. Muss da noch mal was Butter drauf? Oder ich geh den schon mal ins Wohnzimmer bringen. Oder ich hab mich besser. Hast du Apfelmus? Tatsächlich habe ich Apfel-Bananen-Leute. Hui! Boah, das ist ja noch viel besser. Oh mein Gott. Die Butter ist sogar vegan. Hier kannst du essen. Danke. Ganz im Block. Da wird auch an mich gedacht. Soll ich das abschneiden oder? Du kannst auch mit dir. Der Tim hängt wohl gut an den Weibern. Möchte jemand die verantwortliche Person für diese Sendung haben? Okay. So sieht sein Sperma aus, wenn er Hepatitis hat. What the fuck? Du willst das wissen, ich hatte Hepatitis. Bist du jetzt gegen? 1, 2, 3, super Brotball. Dankeschön, kuss. Ich bin auch gegen Hepatitis. Ich bin gegen Hepatitis geimpft. Das stimmt nicht. Kann man sich gegen Hepatitis impfen lassen? Das habe ich auch nicht behauptet. Hey, wieso hast du das nicht gemacht? Das ist ein Moment. Ich hatte gerade nur einen Moment. Ich muss sagen, die schmecken ziemlich gleich. Komisch, wir haben auch die gleichen Zutaten. Die schmecken nicht gleich, ich mache dein MacBook kaputt. Meiner ist halt dicker als der Jan. Oh ja, meiner auch. Tim ist auch dicker als Jan. Nee, das stimmt nicht. Du sagtest mir gerade was von 95 Kilo. Ich? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe mal 95 Kilo gewogen. Okay, also ein sehr interessantes Video. Ich schreibe noch schnell einen lustigen Kommentar. Lad doch. Nix. Perfekt, Digga. Perfekt.